Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars 3 The Clone Wars mit dem Drachenburschen. Und natürlich auch mit dem lieben Jokins, der wieder am Start ist, und wir grüßen heute, nämlich den Steffen grüßen wir. Und den Benedikt, und viel Spaß. Wir haben jetzt gedacht, wir machen mal die Übergriffe hier, nämlich den Republikübergriff fangen wir an. Hier wird man anscheinend Planeten einnehmen müssen und das muss man auch alles machen, um bestimmte... Oh, da kann man sich am Anfang schon ein Fahrzeug aussuchen. Ja, was nehmen wir denn? Ja, was nehmen wir denn? Warte, ich bin grün. Ja, du bist grün, okay, cool. Ich bin blau. Dann nehme ich, ich nehme den AT-TE. Wenn dann richtige Bewaffnung. Was? Ich habe keine Ahnung, was wir da machen müssen. Den Modus haben wir noch nicht gespielt, aber angeblich kriegt man da nochmal Charaktere, wenn man den macht. Also wenn man alle Planeten erobert, jeweils mit jeder Seite. Und das also werden wir auch machen. Haben wir fest eingeplant. Ich nehme mal das Schiff, hat einen schönen Laser. Ja, ein Schiff geht immer. Warte mal kurz, noch nicht überspringen. Vielleicht steht da ja noch irgendwelche interessanten Informationen, die uns noch fehlen momentan. Tatooine, die Schlacht auf Tatooine. Während Graf Dooku eine fürchterliche Armee von Droiden zusammenstellt, bemühen sich Anakin und Ahsoka, ihre eigene Festung zu sichern. Verzweifelt kämpfen sie um die Gelegenheit, eine Rettungskapsel zu bauen, die ihre Flucht ermöglicht. Und das war's auch. Ah, okay, das ist dann doch noch ein bisschen mehr zu... Ah, wir haben auch ein Zeitlimit. Okay, wir müssen das in einem bestimmten Zeitlimit schaffen. Müssen wir da alles einnehmen in den Zeitlimit? Wahrscheinlich. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Okay, vielleicht hätte ich mir nicht so ein großes Fahrzeug nehmen sollen. Der ist zwar schon cool, aber der ist leider auch sehr langsam. Der AT-TE. Wir werden hier erstmal die Seite der Republik spielen. Also werden wir versuchen, der alles zu vernichten. Und ich kann die... Ah, ich kann die Droiden einfach platt mal laufen. Das ist praktisch. Das Gute ist, die haben sich hier auch noch nicht so viel aufgebaut. Unverwundbarkeit haben wir auch wieder ausgemacht. Das war doch ein bisschen übertrieben. Ach was. Ja, ich weiß schon. Was sagst du jetzt? Jokic wäre noch sehr überzeugt gewesen, dass wir das anlassen, aber ich konnte mich durchsetzen. Hier ist irgendwo ein Schildgenerator auf die Droidenfabrik, das heißt, wir müssen erstmal den Schildgenerator auf der anderen Seite zerstören. Hast du schon eine Basis eingenommen? Müssen wir eigentlich alle Basen einnehmen oder was ist. Weißt du, was da unsere Aufgabe ist? Ist auch nicht, oder? Ich schätze mal alle Basen einnehmen. Ach, hier ist Dooku, hier sind sogar Gegner. Also die sind jetzt die Republik, dann kriegt man auch die. Irgendwann Dooku kurz um die Ecke. Naja. Wahrscheinlich können dann die auch Sachen bauen, also können dann auch wieder unsere Sachen einnehmen. Nein, das kann ich nicht zulassen. Ja, er ist eh gerade mit mir beschäftigt, er lässt sich gerade von mir umbringen. Aber man kann ihn... Oh, der blockt sogar unsere Schläge. Gefährlich, gefährlich. Wir haben es mit richtigen Gegnern zu tun, ungewohnt. Normalerweise haben wir immer so Separatisten... Kanonenfutter. Ah, ey, der hat mich mal mein Fahrzeug runtergeschossen. Frechheit. Dann machen wir hier mal ganz schnell aus. Aha. Bleib hier oben. Du kommst voran mit deinem Geschütz da. Ja, ich zerstöre es von oben. Okay. Ja. Aber da haben wir auf jeden Fall was vor uns, wenn wir die alle machen wollen. Da werden wir einige Schlachten schlagen dürfen. Aber wir werden nicht alle Schlachten. Also wir werden jetzt erstmal die Republik-Schlachten alle machen, dann machen wir wieder weiter mit den Power. Mit den Story-Missionen, wenn wir dann wieder weitermachen, dass wir die auch mal abschließen alle. So, jetzt haben wir ein paar Leute hier auf dem Schlachtfeld. Genau, dann machen wir weiter mit den Story-Missionen, damit wir die auch mal abgeschlossen haben. Ich brauche hier irgendwo eindeutig... Ja, ein Geschütz wäre schon mal ein Anfang. Und... Kabum. Damit unsere Seite hier auch mal was reißt. Ah, wir können hier noch eine Kaserne bauen, vielleicht noch ein bisschen Luftunterstützung. Ja. Diese Schilde wären ganz praktisch, weil die gegnerischen Basen befeuern uns hier die ganze Zeit. Wir haben auch nur noch 12 Minuten, um dieses Ding zu bauen, was auch immer wir... Oh, eine Rettungskapsel. Ah, da muss man wahrscheinlich genügend Basen, eine bestimmte Anzahl an Basen einnehmen, damit man dann die Rettungskapsel bei irgendwelchen Special-Sachen bauen kann, oder? Gehe ich mal davon aus. Okay, dann nehme ich mal hinten die beiden Basen noch da ein. Die ist nicht so schwer einzunehmen, da sind nur ein paar Droiden. Das ist immer super, wenn man in der Schlacht die Droiden hier alle zusammenmatschen kann. Ich habe ja auch einen sehr guten Platz gefunden, um Droiden zu zermatschen. Na komm, Anakin, mach schneller. Die Zeit läuft uns davon. So, komm. Stirb, Brüde. Wir müssen die bauen. Wir müssen die Rettungskapsel bauen. Ah. Jawohl. So, eins zerlegt. Dann zerlegen wir noch das zweite gleich. Ich hoffe mal, sie bauen nichts Neues. Aber irgendwie bei der Droidenfabrik wollen sie nichts bauen. Da kapitulieren sie gleich freiwillig. Naja. So, was können wir hier zerstören? Aber aus irgendwas aus silberne Sachen kaputt machen kann ich mit der Panzer. Ja, mein Panzer, genau, der hier steht. Bumm. So, Münzen haben wir genügend. Okay, Schildgenerator bauen wir auf jeden Fall mal. Ja, aber wir haben ja das Geld, da haben wir gleich mal hier einen goldenen raus. Den goldenen Schildgenerator, wenn schon, denn schon. Luftunterstützung, da können wir uns jetzt auch die anderen Panzer holen.
glaube, es ist ganz sinnvoll, wenn wir die Basen ausbauen. Da ist Fragezeichen, da können wir noch nichts bauen. Schade, nee, wenn ich mir... Ich brauche einen Raketenwerfer. Also nichts Panzer. Dann kümmern wir uns erstmal um eine andere Basis. Ich habe mir mal eben das hier geholt, aber das bringt mir, glaube ich, der bringt mir nur was gegen goldene Sachen. Oh, hier ist, die ist ganz unbewacht, die Basis. Ja, umso besser. Ja, umso besser. Du bist anfällig. Ja. Du. Kaputt. Aber echt komisch, dass wir nicht mehr Leute bauen können. Also mehr im Sinne von Armee, mehr Leute. Ist es dir wieder nicht genug? Nee, ist mir nicht genug. Oh, ich kann versuchen, Count Dooku zu rösten. Aber der lässt sich nicht rösten. Der scheint unbesiegbar zu sein, habe ich so das Gefühl. Das ist natürlich nicht so vorteilhaft. Haben wir dann gleich noch Torpedogenerator. Ja, brauchen wir eigentlich nicht. Obwohl, bauen wir. Müssen wir wahrscheinlich bauen. Ja, ich glaube, es geht dann doch relativ schnell. Man muss doch nicht alle Basen zerstören, man muss nur genügend Zeug bauen. Das Gute ist halt, dass wir diese Multiplikatoren alle haben, dadurch können wir auch immer sehr viel Zeug bauen, sehr viel und schnell. Also der hat doch Raketen, oder? Ach, ich nehme mir den hier mal. Wie viel Zeit haben wir noch? 10 Minuten, knapp. Ach, das ist sogar unsere Basis, oder? Ja, wir haben jetzt sogar unsere eigenen Basen hier schon. Also roter Ring bedeutet gegnerische? Roter Ring bedeutet gegnerische Basis. Ja, genau, rot ist immer blau. Blau unser. Genau so ist es. Du hast es erfasst. So, und von wo kommt dieser blöde Strahlenschild? Echt gerade hier? Ah, okay, der Strahlenschild kommt von unten, von der unteren Basis. Von hier, aber den kriege ich nicht klein. Ah, da brauchen wir den. Da brauchen wir hier mein Strahlpanzer. Der Strahlpanzer ist sogar da, ja, perfekt. Na ja, gut, mit dem Strahlpanzer geht das schnell. Und dann mache ich mit dem da noch das Ding hier kaputt. Sehr gut. Dann probier es zumindest, wenn er nicht daneben schießen würde. Ach komm, kann nicht so schwer sein. Dann nehme ich halt den da. Du musst den einmal anvisieren, also zum Zielen, dann macht er das in Zukunft automatisch. Naja, meiner schießt hier. Ah doch, jetzt hat er. Jetzt hat er automatisch gemacht, sehr schön. Ich bin von einem Fahrzeug zum nächsten gesprungen. Oh, Extras. Ach, die Rettungskapsel baust du schon gerade? Ja, perfekt. Ja, okay, dann geht es, aber ich glaube, dann dauert es nicht so lange, bis wir die alle gemacht haben. Soll ich das? Ja, spring rein, dann haben wir es geschafft. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ich will mit rein. Nee, du bleibst hier. Nein, muss sich jeder eine bauen. Ich komme mit, siehst du? Jawohl, ich komme mit. Sehr schön. So geht das. Aber im Weltraum wird es dann problematisch. Ja. Könnte dann gewisse Probleme geben, aber wobei, eben glaube ich, im Clone Wars Universum wäre das auch im Weltraum nicht so schlimm. Bodenkampf freigeschaltet. Ah, dann kann man die erst im... Dann kann man die wahrscheinlich erst im nächsten freischalten. Also, man muss erst die eine machen, um dann die anderen auch alle zu haben, oder? Könnte ich mir vorstellen. Wir haben jetzt auch weitergemacht. Schauen wir mal... Ah, okay, nee, wir sind aber landen hier wieder auf jeden Fall. So. Und gleich zum nächsten Planeten. Gleich der nächste. Tatooine so, haben wir eingenommen. Jetzt auf nach Naboo. Nibel, Naboo. Den nehme ich glaube ich nicht wieder. Nehmen wir mal diesen Strahlenpanzer und irgendwo den da vielleicht noch, weil dann können wir silberne und goldene Sachen schnell kaputt machen. Die Torpedosachen brauchen wir eigentlich sowieso nicht, oder? Nee. Da. Schauen wir mal, ob es derselbe Text Torpedos ist. Wenn es derselbe Text ist, dann überspringen wir es ab sofort immer. Naboo. Newt Gunray. Gunray greift an. Anakin Skywalker und Padme Amidala eilen nach Naboo im verzweifelten Versuch, Padmes Heimatplaneten vor einer Separatisteninvasion zu beschützen. Der schurkische Vizekönig muss aufgehalten werden und alle seine Basen zerstört werden. Ah, diesmal müssen alle zerstört werden. Ist das jetzt Teil 1? Ja, das ist Teil 1. Komm, warum krieg ich die ab? Oh, nee. Ich bin froh, dass du überhaupt eine abkriegst. Padme ist doch gar nicht so schlecht. Also. Ja gut, sie hat kein Lichtschwert, das ist halt das Problem. Mhm. Okay, da sind aber einige Basen. Da brauchen wir 14 Minuten. Ja, da kann man sich schon, glaube ich, ein bisschen beschäftigen mit diesen Eroberungen hier, habe ich so das Gefühl. Da werden wir schon ein bisschen beschäftigt sein. So, dann setzen wir gleich mal hier was vor die Hütte. Hier ein bisschen Stimmung machen können. Direkt vor ihrer Haustür, das wird ihnen bestimmt gefallen. Oh, da ist noch eine Gegnerbasis. Die anderen haben einfach ihren Panzer hier stehen lassen. Na gut. Wenn sie ihn nicht wollen, ich nehme ihn gerne. Nämlich eigentlich ein ganz guter Panzer. So, aber wir müssen jetzt. Auf jeden Fall müssen wir schneller spielen als beim letzten Mal. Weil wir doch einige Sachen einzunehmen haben. Na, triffst du. Hier noch ein Geschütz zu verteilen. Oh, was ist denn das da? Energiestrahlen, habe ich noch nie gesehen.
denn das? Das ist so ein Schocker praktisch, der den Gegner davon abhält. Ah, das ist aber gut, oder? Ja, klar, das könnte ganz hilfreich sein. So, Kanone. Ach, da unten steht dann auch, wie viel wir schon zerstört haben vom Gegner. Ah. Wobei, wir müssen sie nur zerstören, oder? Wir müssen sie nicht erobern. Ja, zerstören ist erobern. Ja, das ist, glaube ich, noch... Also, immer, ich würde einfach immer eine Sache draufbauen, damit die Gegner sie nicht wieder gleich einnehmen können. Bauen wir hier noch eine schöne Kanone drauf. Und dann auf zur nächsten Basis. So. Ah, gut. Das mit dem Fahren üben wir nochmal. Ja, Doc ist da auch schon gut am Erobern. Jetzt hast du endlich mal deine Schlachten. Wolltest du ja unbedingt mehr Schlachten haben? Ja, die Schlachten sind super. Ich liebe die Schlachten. Jeder liebt Schlachten. Nabu gab es ja in der Kampagne auch gar nicht. Das ist echt ganz cool. Also die Map hier, diese Schlachten-Map, sieht man gerade zum ersten Mal im Spiel. Ja, ja gut, aber im Prinzip alles gleich. Ja, natürlich sind sie gleich, aber so vom Aussehen her. Das ist schon ganz schön gemacht eigentlich da hinten. So, Kanone kaputt. Mit Fried und dem königlichen Palast da hinten in der im Hintergrund am Horizont. Also ich nehme jetzt eine Basis nach der anderen ein und du baust das drauf. Ja, können wir auch machen. Ja, ich nehme hier auch gerade eine ein. Ich will auch gerade mich noch ein paar Separatisten kümmern. Um ein paar Druiden der Handelsföderation, aber die haben wir auch gleich zerlegt. Das ist nicht so das Problem. So, ich habe auch gerade eine eingenommen. Brauche gleich mal einen Schildgenerator drauf. Natürlich den goldenen, weil wir es können. Vielleicht noch irgendwas anderes drauf bauen. Schade, dass wir uns nicht... Ich brauche jetzt hier so einen Strahlenlaser oder wie auch immer, so einen Panzer. Kann ich einen bestellen. Bestelle ich einen? Ne, kann ich nicht bestellen. Die sind alle schon unterwegs irgendwo. Momentan. Wow, er macht sogar Machtangriffe. Schau mal, Anakin macht also richtig starke Machtangriffe. Warum macht er die nicht schon früher? Die kann jeder. Hier ist der Typ von der Handelsföderation sogar. Ich habe gerade den Gunrate zerlegt. Irgendwie das leicht irritierend aus hier bei mir. Da müssen wir silberne Sachen zerstören. Da ist was Goldenes. Ja, zerstöre ich erstmal das hier. Hier wird keine Verstärkung geholt. Hier wird nur gestorben. Ja, gilt auch für euch hier. Ja, gut, sie haben trotzdem Verstärkung geholt. Warte mal, da ist gerade keiner reingegangen in den, oder? Doch, ist einer drin. Schade. Ach, nun Gunray ist auch wieder da. Ja, niemand ist. Als wenn der sich freiwillig auf, für immer tot. Ich wollte schon sagen, als wenn der sich freiwillig aufs Schlachtfeld begeben würde. Er würde da schön in seinem Kontrollschiff sitzen und die Drecksarbeit für den Druiden machen lassen. Naja. Nein, ich hänge fest. Ein Drittel der Zeit ist schon weg, aber wir haben auch schon relativ viele Basen eingenommen. So, ich schnappe mir hier mal den... Versuche mal da schneller mit dem ATTE zu laufen, auch wenn ich gerade falsch mit ihm laufe. So, machen wir hier das Geschütz mal kaputt. Ah, jetzt zielt er auch. Na, drauf zielen. Schon wieder was Goldenes, Mist. Ah, jetzt klappt's, ja. Schon wieder was Goldenes, okay. Brauchen eindeutig mehr von diesen... Aber wir können, glaube ich, nicht mehr bauen von diesen... Wow, ich bin jetzt 10.000er. Wir können leider nicht mehr bauen, glaube ich, von den... Wir müssen nur irgendwo vom Feld her einen Panzer herkriegen. Ja, irgendwo müssen... Also zwei Panzer... Ein Panzer muss auf jeden Fall irgendwo rumfahren. Ich kann dir leider nicht sagen, wo. Ich weiß nur, es gibt ihn irgendwo. Oh, hier noch irgendein Strahlenschild drauf, damit wir hier unsere Ruhe auch haben. Schildgenerator meine ich. Und dann geht's ab zur... Ab wieder ein paar Druiden rösten. Ah, macht doch Spaß. Ey, ich habe einen Panzer gefunden. Ups, das war falsch gepasst. Ich habe einen Panzer gefunden. Nein, der Panzer ist kaputt. Ach man. Ah man. So, Anakin, bisschen Eskalation. Macht Eskalation. Das ist so super. Was haben wir hier? Haben wir auch wieder was Goldenes? Können wir nichts machen. Aber die hier kann ich einnehmen. So, und Gunray mal wieder zerlegen, mein oller Freund. Der ist auch hier schon mein spezieller Liebling geworden. Hätten sie nur noch Goldene, oder? Naja, ist alles Goldene Sache. Da brauchen wir unbedingt den Panzer irgendwo her. Nein, ich will das andere Fahrzeug rein. Das wurde schon wieder zerlegt. Da hinten ist... Da sind nur noch Goldene Sachen hier. Das ist ja schlimm, aber ich mache hier den Schild mal aus, sonst... Haben wir hier nie Ruhe. So. Einmal den Schild abschalten. Oh, da ist ein Panzer. Panzer, bleib hier! Also der goldene Panzer ist momentan das eigentlich. Wir sollten beide nächstes Mal goldene Panzer nehmen. Panzer! Da ist auf jeden Fall noch ein silbernes Geschütz. Hier ist alles Gold. Mist. Da hinten. Oh, hier ist gar nichts auf der Basis. Ja, dann fallen wir ihn auch noch in den Rücken. Sehr schön. Extras gibt's keine. Torpedo, wo auch? Nehmen wir Torpedo-Generator. Ach, wenn wir schon mal hier sind, hauen wir ihn raus.
Da können wir nichts mehr bauen. Da können wir noch so einen kleinen bauen hier. Schildgenerator können wir auch keinen bauen. Wir haben schon viel gebaut. Oh, die aktivieren den immer wieder. Mist, kannst du... Ja. Ah, ich kümmere mich erstmal hier hinten um die hier. Kann auch gerne herkommen. Und die Unterstützung leisten. Naja, wenn du müsstest mir netterweise den Schildgenerator ausschalten. Ja, mach ich. Ach, da hinten die Basis gehört auch schon uns. Sehr schön. So, der Schildgenerator ist gleich aus. Warte kurz. Hab hier noch ein kleines Druidenproblem, um das ich mich aber kümmere mit der Macht. Das ist so krass. Das Spiel kämpft ja gar nicht so oft mit der Macht. So. Schildgenerator ist aus. Ah, das ist... Ah, okay, das ist noch so ein anderes Geschütz. Das kümmere ich mich dann gleich mal. Mit dem hier, wenn er nicht vorher zerlegt wird. Was ich aber leider befürchte. Ja, aber zwei Leben hat er noch. Zumindest kurzzeitig kann man ihn noch benutzen. Jawohl, das Geschütz schießt nicht auf mich und damit ist es zerlegt. Strahlengenerator. Irgendwas hinbauen. Jetzt können wir echt bald nichts, gar nichts mehr bauen. Da bauen wir hier noch so ein Strahlenschild drauf. Hauptsache die Basis gehört uns. Ja, schade, dass man das gar nicht so nutzen kann, wenn man mehr Basen hat. Weil man nicht mehr bauen kann. Irgendwie ist das Bauen hier sehr stark eingeschränkt. Ja, es ist Lego ein... Ja, nee, aber normalerweise hat man ja deutlich mehr Möglichkeiten, wenn man eine Basis eingenommen hat. Wo ist jetzt mein Laserschild? Hast du den? Nee, du sitzt da nicht drin. Wer hat mein Laserschild? Panzer. Ich verwechsel das mit deinem Laserschild. Keine Ahnung. War das irgendein Gegner immer zerlegt, das Ding hier, oder war das schon vorher kaputt? Machen wir hier nochmal was drauf. Passt. So put. Ah, nur Gunray. Haha, da, hier, nimmst du den da. Kannst du den schon? Zack, zerlegt. Da waren es nur noch. Ah, wir haben noch 7 Minuten und nur noch 2 Basen. Ja, das ist. Easy going, easy going. Warum schützt unser. Nee. Nee, unser Schild. Unser Schild schützt gerade das gegnerische, die gegnerische Basis. Ja, ich sehe es. Ja. Yeah. Hier ist noch was, was du zerstören kannst. Ah, okay, du musst erst das da oben. Geh mal nach unten, das oben kann ich auch zerstören. Unten wirst du mehr gebraucht. Ich bin schon fast fertig. Ja, ich unterstütze. Ich bin auf dem Weg. Ach, die Basis. Das können sie echt fast alle Basen. Achso, die Basis auch zerstört. Okay, gut. Ich glaube, sie kommen nicht auf die Idee drauf, wieder was zu bauen, oder? Ich hoffe es einfach mal. Da sind vielleicht brauchen wir noch hier hinten eine. Ja. Also hier unten brauchen wir auf jeden Fall den goldenen. Also den Panzer. Ah. Ja, hier genau. Bin schon unterwegs. Ich kann da leider auch nur zuschauen momentan. Bin zum Zuschauen verdonnert. Hoffentlich zerlegt er dich nicht zuerst. Nope, die Republik gewinnt. Haha. Juhu. Es waren nur 6 Minuten, aber wir haben es geschafft. Wir können es ja noch auf Zeit spielen irgendwann. Nein, danke. Ja, dachte ich mir fast. Aber so, jetzt habt ihr nochmal den Schlachtenmodus. Den wollten ja auch einige nochmal sehen. Ich meine, wir kriegen unseren goldenen Stein. Wir haben Spaß beim Zerlegen von Druiden. Also, aber ja, alles gut soweit. Zeit muss man es jetzt nicht spielen, nee. Nee, aber es ist, wird auch cool, nachher nochmal die andere Seite zu spielen, die Separatisten-Seite, denke ich. So, aber erstmal spielen wir nochmal die Republik hier. Den Republikübergriff. Auf Naboo waren wir, jetzt geht's nach... Christophsis? Gut, dann geht's nach Christophsis. Wie heißt das? Christophsis. Jogels hat entschieden. Aber kann der, davon den kann keiner. Nee, der kann... Na, dann nehmen wir wieder den. Schade, dass wir nicht beide den Strahlenpanzer nehmen können. So, dann können wir auch anfangen. Du musst noch bestätigen. Derzeit lasse ich mal die Katze raus. So, raus mit dir. Raus. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass die Katze überhaupt drin war. Ja, die versteckt sich mal ganz gut. Kristallstadt unter Beschuss. Wormlorthsoms Angriff auf Christophsis muss gestoppt werden. Das Schicksal der Galaxis hängt in der Schwebe, also werden Anakin Skywalker und seine mutige Padawan Ahsoka entsandt, um die Separatistenbasen zum Wohl der Republik zu zerstören. So, ah, ja, mögen wir das. Ja. Ah, Christophsis hatten wir. Waren wir zwar mal in dem Level, aber. Oh, ich habe den Strahlenpanzer schon gefunden. Ja. Oh, hier die Basis können wir. Aber wir müssen ja eh nur zerstören, also. Was ging hier für die unbedingt? Wir müssen alle wieder zerstören. Haben die noch gar nicht goldene Sachen gebaut? Würde mich wundern. Piu. Aua, die machen mich kaputt. Hä, die haben hier gar keine goldenen Sachen, oder? Doch, da hinten sehe ich was Goldenes. Die goldenen Sachen sind ja echt ein bisschen nervig. Das Problem ist, mein Panzer ist hier gleich kaputt. Ich werde von allen Seiten beschossen. Sie wollen unbedingt hier uns vernichten. Ich sehe schon. So, ich hoffe mal, jetzt schießt mich niemand ab, weil dann kann ich nämlich in Ruhe hier diese
das goldene Ding hier zerlegen. Sehr schön. Ziel erreicht, würde ich sagen. Und kaputt. Gucken wir mal, ob ich noch irgendwo was Goldenes finde. Wenn ich nicht vorher zerlegt werde. Aber zum Glück hat sie hier anscheinend nicht auf mich abgesehen. Das ist so krass, wie viele Münzen wir einfach haben. Wenn man alle Multiplikatoren hat, dann ist das schon ordentlich. Wer ist denn da? Ach! Aber der Panzer hat aber hier voller Lebensenergie, wenn er nicht zerstört wird. Also wenn er nur so angeschossen wird, dann schmeißt sich nur kurz raus. Das ist ja zu ertragen. Das ist auch nicht Gold, das ist Silber, gell? Hey, die haben echt gar keine... Mit den goldenen Sachen haben sie es nicht so. Aber Silber dafür viel zu viel. Da ist was Goldenes. Aber dann zerstöre ich hier den goldenen Schildgenerator hier hinten. Und dann fallen wir ihnen von der Basis aus hier in den Rücken. So, einmal Schildgenerator runterfahren. Und dann auch gleich Schildgenerator zerlegen. Ja, das geht relativ... Mit dem Panzer geht es echt flott, die Sachen kaputt zu machen. Gucken, dass ich die Druidenfabrik auch noch gleich kaputt mache. Münzen sammeln. Münzen sammeln. Haben wir ja noch nicht so viele. Na gut. 10.000, da kann man schon mal einsammeln. Das lohnt sich schon. So, und von wo bist du geschützt? Hey, Asajj ist übrigens mit dabei gegen wieder, uns. Schon wieder so ein silbernes. Ach, nee. Asajj ist übrigens unsere Gegnerin in dem Level gerade. Habe ich gerade erfahren. Ja, kannst auch weiter. Ich bin hier fertig. Ich baue hier gerade unsere Basis aus. Das wird jetzt unsere Hauptbasis mit der Kaserne auf, weil dann können wir nämlich sie die ganze Zeit nerven und ihnen in den Rücken fallen. Am besten noch so ein goldenes Geschütz haben wir hier schon. Bauen wir hier noch sowas hin. Ein schönes Geschütz. Ich habe gar keine Gedanken gemacht. Einfach irgendwas hingesetzt. Ah, nee. Ich spiele hier schon mit Taktik. Du siehst schon hier. Luftunterstützung. Ah, hier können wir uns noch einen zweiten Panzer holen. Das ist auch gut. So, und jetzt nerven wir sie von hier, von der Seite. Ich glaube fast, es könnte hier von der Seite schneller gehen. Weil sie nicht so viel goldene Sachen hat. Lauf! Kann man schneller zerstören. Der Part von LEGO Star Wars 3 The Clone Wars ist leider schon vorbei. Zum nächsten Part kommst du, wenn du einfach auf das bereits laufende Video im Video klickst. Mich würde es natürlich freuen, wenn du diesem Video einen Daumen nach oben gibst, wenn es dir gefallen hat. Und natürlich kannst du auch meinen Kanal abonnieren, dann wirst du in Zukunft auch sicher keine Videos mehr von mir verpassen. Wenn du auch sonst keine Informationen mehr zu meinem Kanal verpassen willst, dann solltest du unbedingt mal auf meiner Facebook-Seite, auf meiner Twitter-Seite und auf meiner Google-Plus-Seite vorbeischauen. Die Links dazu findest du in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein.